So, ja moin. Heute wollte ich euch einmal zeigen, wie ihr die Unterstützungsmodule mit eigenen Einheiten belegt. Also, dass ihr nicht den ganzen Standardkram habt, sondern dass ihr halt ja auch die Fahrzeuge aus der Mod anfordern könnt. So. Das bedeutet, wir brauchen erstmal ganz klassisch, wir gehen hier oben auf F5 Systeme, Module. Dann nehmen wir uns Unterstützung, Unterstützungsanforderer. Dann nehmen wir uns, also wir können einmal Artillerie nehmen, dann müssen wir die halt auf der Karte platzieren und den dann damit synchronisieren. Aber wir machen das jetzt mal mit virtuell. Helikoptertransport virtuell, Bombardierung virtuell und Versorgungslieferung virtuell, weil die müssen ja jetzt nicht unbedingt wirklich die ganze Zeit auf der Map rumhängen, die Fahrzeuge. Durch virtuell wird das halt an der Stelle des Moduls das Fahrzeug gespawnt, führt den Auftrag aus und fliegt dann wieder dahin zurück und despawnt. So, erstmal Unterstützungsanforderer synchronisieren mit ihm, weil er ist ja der Unterstützungsanforderer, diese Figur, auch wenn ihr eine ganze Gruppe macht, sag ich jetzt mal. Ihr nehmt jetzt hier so einen Aufklärungstrupp. So, und ihr sagt, verbindet diesen Unterstützungsanforderer mit ihm hier, ja, zum Beispiel. Dann ist er halt auch nur derjenige, der das machen kann und nicht der Gruppenführer, ne? Nur einmal wichtig. Jetzt habe ich es nur ihn hier mal einmal gebaut. Ist immer gut, dem Unterstützungsanforderer für lasergelenkte Bomben, für, ja, wenn ihr einen Bomber anfordert, dem dann auch einen Lasermarkierer zu geben. Das ist halt schon ziemlich wichtig. So. Dann und verbinden wir den Spaß hier erstmal so weit miteinander. Das könnt ihr natürlich auch mehrfach machen, ne? Dass der eine ist Unterstützungsanforderer für das, der andere ist Unterstützungsanforderer für das, whatever. Das ist ja euch überlassen. So, jetzt haben wir schon mal den Unterstützungsanforderer zugewiesen, plus die verschiedenen Module. So, jetzt ist das Problem. Wenn wir hier reingehen, Fahrzeugtypen, da ist erstmal leer. Das bedeutet, er lädt euch alles, was auf dieser Seite ist. Oder auf der Gruppierung. Abkühlzeit ist, ja, wie lange, wie viele Sekunden ist ein Cooldown da, ne? Also bis das nochmal angefordert werden kann. Im Unterstützungsanforderer minus 1 ist unendlich, ne? Und sobald ihr da eine Mission, kann ich viermal Artillerie anfordern, ne? Minus 1 ist unendlich viele. So, eine Drohnenerkundung mache ich jetzt mal 0. Helikoptertransporte unendlich. Versorgung mache ich jetzt mal 0. Das geht halt auch. Ich mache jetzt nur einfach, ich will euch nur zeigen, wie ihr da die Fahrzeuge reinsetzen könnt. Weil Artillerie, ja, ich mache das jetzt mal bei Transport, Luftunterstützung und ja, Versorgungslieferung nicht. Helikoptertransport, Luftunterstützung. Und dann hatte ich ja noch einmal. Luftunterstützung Helikopter virtuell. Genau, den wollte ich noch dazu haben. Wie gesagt, das läuft am Ende bei jedem Modul gleich. Ich baue euch jetzt nur mal eben drei ein. So, wenn ihr jetzt sagen wollt, ich will nicht einen der Standardfahrzeuge haben, der Vanilla, sondern ich will zum Beispiel jetzt hier, dann, also ihr könnt euch das dann auch echt so hinsetzen. Ich will jetzt hier von der RHS-Mod den Helikopter, die Cobra will ich haben, ja. Setzt euch die Cobra dahin erstmal. Dann macht ihr Rechtsklick. Im Config Viewer finden. So, dann sucht ihr euch die ganze Granate da jetzt raus. Und dann scrollt ihr hier mal so ein Stück runter. Der markierte, da ist er. Den klickt ihr einmal an. WD. Und dann braucht ihr diesen Namen hier mit den Gänsefüßchen zusammen. Ja, den müsst ihr haben. Steuerung C. Also Copy. Dann schließen. So, und jetzt. Luftunterstützung Helikopter. Und jetzt muss zwischen diese beiden eckigen Klammern muss genau das Ding rein. Dann machen wir eine Abkühlzeit von, ja, machen wir mal 10 Sekunden. Filter nach Seite, Fahrzeugbeginn. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. So, dann könnt ihr den wieder löschen. Dann machen wir jetzt virtueller Transport. Da wollen wir auch einen Helikopter haben. Und zwar nehmen wir da aber einen anderen. Da wollen wir jetzt haben SOCOM Helikopter, den AH-6M Little Bird. Ah ne, das war der Transporter, ne? Da wollen wir einen Black Hawk haben, ist ja klar. Da möchte ich auf jeden Fall einen Black Hawk haben. Ich guck mal eben. Den UH-60M, den möchte ich gerne.
So, dann wieder im Config Viewer finden. Das Ganze geht auch mit Artillerie, dann könnt ihr die da einfügen, ne? So, UH60M. Da sucht ihr euch den hier raus. Da gibt es noch die anderen Versionen, ne? Könnt ihr euch hier dann genauso raussuchen. Wir wollen jetzt aber den UH60M Standard haben. Der hat links und rechts eine Minigun und kann Leute transportieren. Das ist super. Schließen. So, Helikoptertransport. Dann hier genauso, ne? Mit Gänsefüßchen. Steuerung C für Copy. Zwischen dieser eckigen Klammer einfügen. Geben wir eine. In Sekunden, ja, nehmen wir ihm 30 Sekunden, dann kann man ihn wieder anfordern. Okay. Dann haben wir noch Luftunterstützung, Bombardierung. Da nehmen wir uns dann jetzt mal schön die originale A10 Flugzeuge, A10A. Ne? Nicht das olle Ding aus Vanilla, sondern die richtige. Dann im Config Viewer finden. Generell, ne, ihr macht es so gesehen immer dasselbe. Ihr könnt ja jetzt auch sagen, so die Artillerie will ich da haben, ne? Das ist dann die RHS A10, Steuerung C für Copy. Hier oben Steuerung V, ja, für Paste. Und dann könnt ihr die wieder löschen. Das heißt, ihr braucht die Fahrzeuge, die werden euch jetzt erstmal die ganze Zeit gar nicht berechnet. Das heißt, wenn ihr nicht so einen harten Rechner habt, dann könnt ihr so schon mal wieder gut Ressourcen sparen. Ne? So, jetzt kann er die hier anfordern. Und das machen wir mal. So, wir können ja mal. Wir nehmen dann auch gegnerische Fahrzeuge. Ein paar LKWs, hier so ein Guards. Zack, den setzen wir uns hier mal ein paar Mal hin. So. So, und jetzt haben wir oben ja halt gleich unsere Unterstützung, die freigegeben wird. So. Jetzt sehen wir da oben Attack-Helikopter, Bombenangriff und ein Transport haben wir freigeschaltet. Das kann unser Typ hier jetzt anfordern. So. Artillerie habe ich jetzt nicht. Ne, da könnt ihr dann halt, wie gesagt, das dementsprechende Fahrzeug einfügen. So, jetzt könnt ihr, jetzt sagt immer, wir lasern den hier mal an. Dann lasert ihr da am besten auf den Boden. Mit Ace Steuerung in Vanilla nur Backspace. Dann die 0 und die 8. Mit Ace haltet ihr Steuerung dabei gedrückt. In Vanilla nur die Backspace, die 0 und die 8. Und dann könnt ihr den Rest so gesehen auch mit dem Mausrad machen. Dann wollen wir jetzt Luftunterstützung, Bombardierung, eine A10, eine lasergelenkte Bombe. So, das Ding wurde jetzt genau über meinem Kopf gespawnt. Ich hätte jetzt natürlich auch nochmal die ganze Geschichte weiter wegpacken können. So, jetzt lasern wir den an. Und dann sind wir mal ein bisschen geduldig. So. Und jetzt manchmal braucht er ein paar Runden. Aber wenn er den Laser erfasst hat, dann schmeißt er seine lasergelenkte Bombe da auch genau drauf ab. Und wie ihr seht, es ist nicht die A10 aus Vanilla, sondern es ist tatsächlich die RHS A10. Ne? Das schicke Ding. So, jetzt lassen wir hier nochmal so einen Überflug. Aber wie ihr seht, es ist halt das Fahrzeug. Jetzt können wir natürlich auch nochmal Steuerung Backspace 08. Luftunterstützung Helikopter. Das ist der AH-1Z, also die Cobra. Her damit. So, wo ist er? Da oben ist er. Seht ihr, das ist die Cobra. Das ist nicht irgendein Vanilla-Fahrzeug, das ist die aus der Mod. Da kommt die A10. Immer noch nichts gemacht. Ja, der Helikopter reagiert jetzt, glaube ich, nicht auf den Laser, sondern der reagiert jetzt so gesehen nur auf Feinde, die auch wirklich da sind. Jetzt warten wir nochmal, bis die A10 ihren Job gemacht hat. Das ist leider immer so, naja. Aber eigentlich macht sie ihren Job. Wenn man mit dem Laser schön stillhält und ein bisschen geduldig ist, dann klappt das eigentlich. Also am besten wirklich statische Ziele damit angreifen, mit der lasergelenkten Bombe. Dahinter einem Panzer hinterher zu leuchten und da dann hoffen, dass die Granate trifft. Das könnt ihr knicken.
Das kann man sicherlich machen, wenn man mit Spielern spielt. Na, immer noch nicht abgeworfen. Ja. Aber wie ihr seht, das ist die nette Kobra. Wunderbar. Oh, jetzt laser ich ihn an. Da reagiert er wohl drauf. Wer weiß. Mal gucken, was die Azin jetzt macht. Okay, er scheint auf jeden Fall den Laserpunkt mit seinem mit seiner Bordkanone anzuvisieren. So wie das aussieht. Man kann ihn damit auf jeden Fall, wenn da Feinde sind, Ziele zuweisen, dann guckt er da auf jeden Fall hin. Und was die Azteken da jetzt veranstaltet, ja, das werden wir dann sehen. Aber wie ihr seht, sind es halt eben diese Fahrzeuge, ne? Es sind jetzt keine Vanilla-Fahrzeuge mehr. Und ihr habt da auch nicht die wilde Liste aller Fahrzeuge und dann kann man sich das da alles fein aussuchen. Ja, gut. Okay, funktioniert jetzt nicht. Gucken, ob er noch mal eine Rakete drauf abfeuert, aber wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht hat man ja Glück. Naja, was auf jeden Fall noch geht, wir haben ja noch den, wir haben uns ja noch den Black Hawk hier organisiert. Den lasse ich jetzt mal hier bei uns landen. Zwar hier auf dieser kleinen, etwas flacheren Ebene. Steuerung 08. Ich habe halt, wie gesagt, jetzt Ace an. Helikoptertransport, UH-60M. So, da oben ist er. Jetzt landet er. So, dann können wir da halt gleich. Easy peasy. Oh, jetzt macht er dann da hinten jetzt. Ist, ja, irgendwie ist ihm hier wohl zu viel Gestrüpp und Steine. Er sucht sich halt den nächsten Punkt, wo er dann landen kann. Und wartet da eine bestimmte Zeit. Wenn dann halt wirklich keiner einsteigt, haut er wieder ab. Also allzu lange sollte man nicht warten. Und sobald man einsteigt, fragt er einen halt, wo man dann gerne hin möchte. Oh, meine Fresse, ist er weit weggelandet. Ja, man sollte also immer eine möglichst freie Fläche haben, wo er dann auch irgendwie Platz hat. Aber wie ihr seht, es ist nicht dieser komische Black Hawk da, der neue. Wie heißt der? Der Ghost Hawk? Sondern der RHS. So, jetzt fragt er mich, wo wir hinwollen. Sagen wir mal, wir wollen jetzt. Oh Gott, voll weit weg hier. Wir wollen jetzt hier auf den Flughafen. Da soll er uns hinbringen, zum Flughafen. Jetzt seht ihr Helikoptertransport. Und er macht sich auf den Weg, ne? Und bringt uns da jetzt hin. So, und wie gesagt, es ist halt die komplette. Es ist halt die komplette RHS-Geschichte hier jetzt. Ne? Voll funktionsfähig. Ja. So, genau. Und ihr müsst einfach nur Rechtsklick im Config-Video finden, kopiert euch das da mit Gänsefüßchen raus und setzt das eben in diese eckigen Klammern rein. Und dann habt ihr ihm damit ein bestimmtes Fahrzeug zugewiesen, das er dann als Unterstützung im Unterstützungsmodul nutzen kann. Das könnt ihr, wie gesagt, mit allen möglichen Artilleriegeschichten machen. Das könnt ihr mit Helikoptern machen, mit Versorgungslieferungen, all so ein Kram, ne? Ja, genau. So könnt ihr da so gesehen jedes Fahrzeug aus der Mod dann einfügen. Und wie ihr seht, funktioniert es wunderbar. Ja, es ist echt eine astreine Sache. Und jetzt wird er uns versuchen, da genau da vorne hinzulanden, hinzusetzen. Müssen wir mal gucken, wie gesagt, manchmal hat er noch so ein paar. Kann auch sein, dass er jetzt diesen Helikopterlandeplatz hier vorne nimmt. Anscheinend ist die A10 hier vorne gelandet. Ich habe keine Ahnung, warum sie jetzt hier gelandet ist. Auf jeden Fall ist sie hier gelandet. Ja. Was diese. Ja, er hat sich jetzt automatisch hier diesen Helikopterlandeplatz gesucht, der anscheinend in der Nähe war. Also, wenn ihr das im Editor selber was baut, dann setzt am besten irgendwie so ein unsichtbares Helikopter-Landepad dahin.
wenn er da landen soll, dann landet er auch genau da, ne? Wenn ihr da irgendwo Punkte habt. So, aber wie ihr seht, wir sind hier, viel Glück da draußen. So, jetzt steigen wir aus. Und die Jungs hauen wieder ab. Fliegen zu ihrem Modul-Ding da hinten zurück und die spawnen. Und die A10, ja. Weiß ich nicht. Ich guck mal, was passiert, wenn ich ihm da hinten so einen Laser gebe. Ob er dann aktiv wird. Er bewegt sich jetzt auf jeden Fall. Ja, und er haut einfach ab, ne? Ja, genau. Einfach, wie gesagt, setzt euch das Fahrzeug da eben hin, was ihr haben wollt. Rechtsklick im Config Viewer finden. Dann den Namen da rauskopieren. Sie müsst ihr eben in der Liste gucken. Dann unten Namen rauskopieren mit Gänsefüßchen in die eckigen Klammern. Und wie ihr seht, hat er das da dann drin, ne? So, ja, so funktioniert der ganze Spaß. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Dankeschön, bis dann.